Herzlich willkommen im Retrobasis Adventskalender zu einem weiteren Türchen. Dahinter verbirgt sich Ninja Gaiden. Das kommt mir sehr bekannt vor, das habe ich schon mal gespielt, noch nicht hier auf dem Lynx. Und ich freue mich, dass du beim Retrobasis Adventskalender dabei bist. Jeden Tag ein kurzes, kleines Video. Ich hoffe, dass ich mich hier etwas besser anstelle als bei... So, dann gehen wir ein bisschen vermöbeln hier. Mit einem schönen Tritt in die Magengrube. Was bin ich getroffen worden? Das sind aber auch, das sind ja auch die Panzerknacker. Mein Gott, das sind aber auch dicke Kollegen hier. So, gehen wir mal ein Schrittchen weiter. A ist springen und B ist knüppeln. Oh, jetzt habe ich eine drauf gekriegt, aber jetzt gibt es direkt mit dem... Krass, dass ich gegen so dicke, gute Chance habe hier manchmal. Haben die eine Maske auf? Das sieht so aus, ne, die Gegner. Was war jetzt? Okay, da komme ich nicht. Da muss ich drüber springen. Ah, vielleicht muss ich auch nach oben springen. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Maßnahme. Jawohl. Oh, jetzt habe ich mir ein bisschen zu viel eingeheizt. Boah. Bisschen Raum gewinnen. Das ist mehrdimensional, sage ich mal. Jetzt nicht 3D mehrdimensional, sondern mehrere Ebenen. Wenn ich mich... Ich muss ganz kurz den letzten hier vermöbeln. So, wenn ich ein bisschen nach oben gehe, dann habe ich hier verschiedene, ja, Tiefen. Ist vielleicht besser als Ebene. Top Gun. Das ist ein Film, glaube ich. Okay. Oh nein. Ach du lieber Gott. Was ist das denn für einer? Boah. Der haut, womit haut der denn? Ist das ein Baumstamm? Ich muss nach oben springen. Ich muss springen. Ja, ich muss springen. Ja. Diese blöden, dicken Panzerknacker, die könnten jetzt mal aufhören hier. Oh, ein paar vor den... Oh, die Zeit hätte ich gerne. Ist immer noch nicht. So, jetzt aber Ruhe in der Kiste. Es ist so ebenenmäßig. Also man kann erst in die nächste Ebene rein, wenn man, glaube ich, die Gegner besiegt hat. Sonst hatte ich eben so den Eindruck. So, ein paar in die Magen. Gegend und schon ist es gut. Ich denke mal. Okay. Nehmen wir mal Anlauf und hangeln uns ins Aus. Ja, sehr schön. Wie kann ich mich daran festhalten? Ja, das sind immer die Sachen, wenn man sich nicht vorbereitet, beziehungsweise... Ja... Perudor. Kann ich mich nee, kann ich auch nicht. Da kann ich schon die Musik ausmachen. Hm. Aber zum Anlauf nehmen ist es ja auch nicht... Ja, jetzt bin ich so runtergefallen. Ja, continue. Entschuldigung, das ist mir tatsächlich... Ja, toll. Nochmal einen drauf geben. Nochmal... Schön, ja, bloß die blöden Gegner. So, seid ihr jetzt genug? Immer noch nicht. Beide Knöpfe? Nee. Nee. Das ist nur der Freifall in den Tod. Ich habe keine Ahnung, es tut mir leid. dachte, er wird sich da einfach festhalten. Hm. Schräg? Nee. Oh, jetzt, keine Ahnung. Es tut mir leid, das ist irgendwie, sowas finde ich schade. Da müsste ich vorher die Anleitung lesen. Aber es sollte auch nur so eine Idee sein, so ein kurzes Reinspielen. Ich habe Freude beim Adventskalender. Ich hoffe, ich kann die Freude etwas euch mitteilen, mitgeben. Vielleicht eine kleine Motivationshilfe geben, nochmal ein Spiel nochmal anzuspielen, was ihr lange nicht mehr gespielt habt. Dann ist ja schon alles sehr erreicht. Guck mal, der, genau, das Langhangeln. Genau das wollte ich machen. Boah. So, jetzt hau ich dem direkt einer auf die Nase. Bevor der mit dem Baumstamm... Warte, kommt der immer noch mit dem Baumstamm? Aua, das hat wehgetan. Ich glaube, das war's mit meinem... Ah, noch ein Continue haben wir. Wo fangen wir an? Da fangen wir an. Ne, da fangen wir nicht nochmal an. Ja. Ninja Gaiden hier im Retro-Basis Adventskalender. Ich meine, hatten wir schon mal in einem Adventskalender drin. Ein spaßiges Spiel. So ein, ja, Run and Beat, würde ich mal sagen. Schön, dass ihr dabei wart. Dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut, euer Perudor. Tschüss.